Wir haben neue News zu NBA 2K25, My Team und vor allem dem Auktionshaus im Discord-Server von NBA 2K25 werden Fragen gestellt und die Devs, also die Leute, die dieses Spiel entwickeln, die daran arbeiten, die haben die Gelegenheit darauf zu antworten. Manchmal kommen diese Antworten und gestern war das auch wieder der Fall und ich wollte euch zeigen, worum es da ging. Is sniping cards allowed in the auction house? Also wird es erlaubt sein zu snipen? Wir haben ja in dem Video darüber gesprochen, was 2K uns nicht gesagt hat, dass nichts über Snipen, Aufbadgen und so weiter gesagt wurde. Das sind halt Sachen, mit denen du im Auktionshaus, wenn du No-Money-Spend-Spieler bist, dir deine Münzen verdienen kannst. Snipen bedeutet nochmal ganz kurz für die, die es nicht kennen, du kaufst dir einen Spieler viel günstiger als für den Preis, den er eigentlich hat. Du kaufst zum Beispiel einen Spieler, der 10.000 kostet für 2.000. Muss schnell sein, weil alle Leute gucken nach solchen Spielern und dann verkaufst du ihn eben wieder teurer. Und jetzt hat eben John, der aus dem Stream, der My Team Primary Director, Producer, was auch immer, geschrieben: We will only be targeting transactions for bands that are detrimental to the health of the mode. Sniping cards listed for lower than their typical sell value is not detrimental and is a great positive of having the auction house back. Also, hier wird jetzt nicht nur gesagt, dass Snipen wieder zurück ist und erlaubt ist und so weiter, ohne irgendwelche weiteren Begründungen, sondern dieser Typ hier, der sagt halt, dass Snipen und dieses Kartenkaufen für günstiger als das, was sie eigentlich gehen, sogar, dass er das richtig gut findet. Und das ist eine positive Nachricht, finde ich, dass das erstens gesehen wird, zweitens, dass es auch positiv gesehen wird, dass es nicht verteufelt wird. Weil wir hatten letztes Jahr nicht, aber in 2K23 das Gefühl, dass Leute sogar für Snipen gebannt wurden. Kann auch sein, dass es 2K23 so war, aber diese Aussage, die ist jetzt eigentlich beruhigend, weil jetzt kann man wirklich ins Auktionshaus gehen und den Suchfilter auf 1000 stellen und gucken, ob man irgendwelche coolen Karten bekommt, um seinen Profit zu machen. Jetzt ist da die Bahn zumindest frei. Jetzt ist nur noch die Frage, was ist mit den aufgebatchten Karten? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen LeBron James kaufe und dem 5 Hall of Fame Plaketten gebe, dann kann ich ihn natürlich für teurer verkaufen als das, was er eigentlich geht. Die Frage ist, macht das System das mit oder nicht? Bei Einkäufen, die zu gering sind, ist das jetzt auf jeden Fall keine Sorge. Wer hat im Endeffekt den Nachteil? 2K kann das wahrscheinlich egal sein. Den Nachteil hat halt der Typ, der den guten Spieler dann für niedrig draufgestellt hat. Irgendeiner wird ihn dann eh kaufen. Also von daher braucht man sich da jetzt keine Sorgen zu machen. Ich habe halt gedacht, wir kennen 2K, wir wissen, und es gehen viele Gerüchte rum. Deswegen lieber mal einmal gesagt und einmal mehr vorsichtig gewesen. Und wie geht der Spruch? Lieber vorsichtig als nachsichtig, ne? Es gibt aber noch mehr News und die will ich euch auch noch nicht vorenthalten. Es wurde nämlich gefragt, ist My Team Rap earnable through Singleplayer Modes? Also kannst du auch Rap bekommen, wenn du nicht online spielst, und das ist der Fall. Er schreibt: Yes, My Team Rap is earnable through single player and multiplayer game modes in My Team, with the exception of play with friends games. Also du kannst immer dein Rap verbessern, egal ob online oder offline, außer halt play with friends, weil das ist natürlich, spielst du gegen Freunde, da kann sich einer dann einloggen, legt den Controller zur Seite und der andere zockt halt. Ja. Und beide kriegen dann irgendwie Rap. Der eine wahrscheinlich noch mehr als der andere, aber das will 2K halt vermeiden. Von daher, das ist eine coole Sache. Es ist immer ein großer Konflikt gewesen, Online-Player versus Offline-Player. Und deswegen freue ich mich, dass die Offline-Player hier genauso mit dabei sind. Es kann halt sein, dass Offline ein bisschen weniger gibt. Es ist auch beim Level so gewesen, dass Online-Games mehr Level-Fortschritt gebracht haben als Offline-Games. Aber ich glaube, damit können alle leben. Wie findet ihr diese Neuigkeiten? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und schaut euch auch die anderen Videos an. Und wenn ihr neu seid, dann lasst mir ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Bald kommt 2K25 raus und dann geht's richtig ab. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. 2K25, ich spiel mit meinem Team. Check das Video, drop ein Like und ein Abo im Stream. Jeder Klick bringt uns weiter, der Erfolg ist der Beweis. Wir pushen das Game, der Hype ist schon richtig heiß.